Da war so eine Nonne da, vom Kloster Kaltental. Aha, eine Nonne. Die hat Trisha entführt. Mist, ich habe das Jugendamt nicht erreicht. Ich bin beschäftigt, weil ich gerade eine Großfahndung nach einem entführten Mädchen anleiern. Ich sehe schon die Schlagzeile. Nonne entführt Kind. Ach was, also ich fahre jetzt zu Herrn Böller ins Rathaus und dann werde ich ihm erzählen, was sich da abgespielt hat. Und dann wird sich das Ganze in Luft auflösen und Trisha kommt zu den Brandstätters. Ich komme mit. Ach was, das schaffe ich noch alleine. Was ist denn hier los, Trisha? Ich war Berufspolitikerin und glaub mir, mit Behörden kenne ich mich nur wirklich aus. Und ob du es hören willst oder nicht, die können dir eine Menge Ärger machen. Aber weißt du... Auch wenn du moralisch richtig liegst, das Sorgerecht für das Kind hast du nicht. Entführt? Also gut, passt ihr derweil auf Trisha auf und lasst ja nicht zu, dass sie irgendjemand von ihr wegholt, ja? Irgendwann landen wir noch alle im Gefängnis. Meinst du? Ja, das oder auf der Straße. Wo ist eigentlich Lela? Mit dem Hund raus. Lela, redest du mal mit mir? Sicher. Ich wüsste nur nicht, worüber. Findest du das fair? Was? Dass wir unser Zuhause verlieren? Nein, das finde ich nicht fair. Dass du mir die Schuld dafür gibst. Ich? Ich sammle übers Internet so viel Spenden, wie ich nur kann, für die Schulden, die wir noch haben. Aber es fehlen immer noch über 40.000 Euro für Trishas Operation. Du kannst es dir also aussuchen. Entweder wir verlieren das Kloster an Wöller oder an den Gerichtsvollzieher. Und du meinst, wenn ich mit meinem Erbe die Schulden bezahle, dann können wir das Kloster behalten? Wir hätten zumindest ein Problem weniger. Komm mit. Wohin? Das wirst du schon sehen. Meinungsfreiheit, ja? Aber nicht auf meine Kosten und nicht in meinem Theater. Und dieser sogenannte Regisseur, ja, das hat sich ein anderer drum entzogen. Wir haben sein Schmiertheater finanziert. Hauen Sie ab! Wie heißt der Kerl jetzt nochmal? Wolfgang Böller. Der ist sowas wie ein Urgestein. Der ist schon über 30 Jahre im Amt. Und du hast ihn um den Finger gewickelt, so wie mich damals. Ja, sagen wir mal, ich bin sowas wie sein schlechtes Gewissen. Na, dann hoffen wir mal, dass sein Gewissen sehr schlecht ist, damit er dir aus der Klemme hilft. Schwester, bitte. Guten Tag. Sie müssen mir helfen. Mein Theaterstück. Der Herr Böller will es absetzen. Ja, was habe ich Ihnen gesagt? Aber Sie wollten ja nicht auf mich hören. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Wenn heute die Generalprobe stattfindet und am Samstag die Premiere, dann will er mich zum Hiwi in der Poststelle degradieren. Schwester, ich flehe Sie an, reden Sie ihm das aus. Ja, ich tue, was ich kann, aber ein bisschen müssen Sie ihm schon entgegenkommen. Ja, mache ich. Alles, was Sie wollen, Schwester. Worum geht's denn in dem Stück? Um einen unterdrückten Mitarbeiter, den Herrn Autor hier, der ist seinem Chef, dem Herrn Bürgermeister, heimzahlen will. Der Heimzahler, es ist eine satirische Aufarbeitung mit einer leichten Überhöhung für eine überhöhte Leichtigkeit. Ja, das hört sich doch sehr lustig an. Ja, das finde ich auch. Herr Gierke, zum letzten Mal, wenn Sie dieses Machwerk auch nur mit einer Zeile in Ihrem Käseblatt erwähnen sollten, ja, dann werde ich es zu meiner Lebensaufgabe machen, Sie in den psychischen und wirtschaftlichen Ruin zu treiben. Ach, hören Sie doch auf, Pressefreiheit. Sie schreiben kein einziges Wort, ja? Auch kein Verriss, nichts, gar nichts. Sonst können Sie den Anzeigenteil in Ihrer Zeitung ein für allemal vergessen. Ende der Diskussion. Also, falls Sie hier ankommen, weil der Treptow Ihnen eben die Kutte vollgeheult hat, ja, dann können Sie gleich wieder gehen. Herr Wöller... Nein, Schwester, alles, was recht ist. Vielleicht darf ich mich erst mal vorstellen. Lisa Mendig, ehemalige Abgeordnete von Kreuzberg und Senatorin von Berlin. Jetzt, wo Sie es sagen, natürlich... Sie waren doch damals öfters im Fernsehen, also in den Talkshows und so. Angenehm. Wöller, ich bin der Bürgermeister hier. Angenehm. Ja, und da habe ich einiges anstecken müssen. Ja. Deswegen habe ich ja auch vollstes Verständnis jetzt für Ihre Situation in dem Stück. Ja, dann bringen Sie das mal der Schwester bei. Ich meine, wenn ich in diesem Schmierenstück öffentlich vorgeführt werde, ja, dann bin ich für alle Zeiten in diesem Kaff erledigt. Ja, sicher. Weil das Stück wird aufgeführt werden, und zwar mit großem Erfolg. Bei der Reklame, die Sie mit Ihrer Verhinderungsaktion lostreten. Genau. Ja, was dann? Ich meine, ich kann mich doch von diesem Würstchen Treptow, ja, von dem kann ich mich doch nicht zum Deppen der Nation machen lassen. Na ja. Was ist? Es gäbe eine Lösung. Eine Lösung? Mhm. Mit
Was würden Sie sagen, wenn wir den Autor und den Herrn Regisseur dazu bewegen könnten, gewisse Änderungen an dem Werk vorzunehmen? Sie beide? Mhm. Ja, Sie glauben ja gar nicht, was wir alles können. Zum Beispiel? Naja, also zum Beispiel sollte man jegliche Ähnlichkeit mit lebenden Personen konsequent vermeiden. Mhm. Und Sie sind nicht Bürgermeister, nein, Sie sind Chef einer Firma in München. Ja, schön gut. Aber ich meine im ersten Akt, ja, die Sache mit dem Stiefellecken. Und dann im dritten Akt zum Schluss, wo der Treptow, der ist ja der Bülow, ja, meine beiden Füße in zwei Eimer Beton stecken. Ihre verbalen Entgleisungen und der Schluss werden natürlich auch geändert. Sie befreien sich von den Fesseln und würge ihn mit bloßen Händen. Ja, eben nicht. Das ist ja die große Überraschung. Der Umdreher, Sie gratulieren ihm. Warum? Weil dieses Würstchen endlich den Mut aufgebracht hat, sich zur Wehr zu setzen und damit bewiesen hat, dass er das Zeug zu einem verantwortungsvollen Posten in ihrer Firma hat. Ja, das ist toll. Happy End auf der Bühne und im richtigen Leben. Ja, ist ja wirklich toll, ja. Und Sie würden es tatsächlich für mich durchsetzen bei diesen Herren? Gerne. Wenn Sie im Gegenzug auch mir einen kleinen Gefallen tun. Hat diese Frau sie in ihrer Zeit in Berlin auch permanent erpresst? Hat sie. Elisa, komm, ja? Aber es war meistens zu meinem Besten. Mhm. Also, Herr Böller, kommen Sie. Geben Sie sich einen Ruck und sagen einfach ja. Hm? Und wir zwei könnten dann zusammen das Werk anschauen. Heute Abend? Na gut. Also, was haben Sie auf dem Herzen, Schwester? Sie hat ein Kind entführt. Was? Kein Mensch von den Pflegeeltern war da, als ich da heute ankam. Lediglich ein pubertierender Bengel, der Trisha auch noch beklaut hat. Meint das Mädel mit den Ohren, ne? Ja, genau die. Herr Wöller, das kann doch nicht angehen, dass ein Pflegekind an seinem ersten Tag bei einer neuen Familie völlig alleine gelassen wird. Und dann auch noch vom Sohn des Hauses schikaniert und beklaut wird. Also das muss selbst das Jugendamt einsehen, dass das ein Schuss in den Ofen war. Also ich habe lediglich das Beste für das Kind getan. Ja, warum machen Sie es, Schwester Anne? Ja, warum tun Sie mir das an? Sie wedeln mit der Rettung meiner Reputation wie mit einer Karotte vor meiner Nase und dann das. Also ein Vollblutpolitiker, wie Sie es sind, der wird doch wohl in der Lage sein, seine Leute vom Jugendamt in Schach zu halten. Ja, aber ich meine, wir reden hier von Kidnapping. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Und wo ist die Kleine? Ja, Sie sagen mir, wo sie ist. Ich fahre sie dorthin, wo sie war, und schwamm drüber. Schwester Hannah. Trisha kommt in die Pflegefamilie, die von Anfang an für sie vorgesehen war. Über alles andere wird nicht verhandelt. Also Sie sind der Nagel zu meinem Sarg. Das sage ich Ihnen. Ja, ist sie. Jemand hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit er hierher verlegt wird. Wer ist das? Das ist Lukas. Ich verstehe nicht, was... Lukas ist der Grund, warum ich Nonne werden will. Nur über meine Leiche. Schwester Agnes, zwingen Sie mich nicht, dienstlich zu werden. Niemand zwingt Sie, wenn Sie einfach wieder gehen. Bitte, wo ist das Kind? Herr Meier. Jetzt machen Sie es mir doch nicht so schwer. Worauf warten Sie? Lassen Sie mich durch. Fassen Sie eine Nonne an und Sie schmoren in der Hölle. Was ziehen Sie hier wieder ab? Nonne erschrecken. Ja, so wird das nichts mit Ihrer Karriere. Welche Karriere? Jetzt übertreiben Sie sich. Jetzt werden Sie eines Tages froh sein, wenn Sie noch Strafzettel austeilen dürfen.
Es wurde ein Kind entführt, Herr Böller. Das ist kein Kavaliersdelikt. Entführung, papalabab. Ja, als Schwester Hanna das Kind besuchen wollte, war kein Erwachsener. Ist das Ihre Vorstellung von Fürsorge? Ja, und das am ersten Tag in einer neuen Pflegefamilie? Frau Berger hat doch nur eine kleine Besorgung gemacht. Das Kind war vielleicht eine halbe Stunde allein mit dem Jungen. Und der hat auf sie aufgepasst. Wenn ich an Schwester Hannas Stelle gewesen wäre, ich hätte genauso gehandelt. Und warum? Weil es moralisch richtig ist. Ja? Und wenn Sie weiterhin so stur sind und die Sache publik wird, garantiere ich Ihnen, geht der Schuss nach hinten los. Ich kann doch nicht einfach so wegsehen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So ganz einfach. Es gibt Zeugen. Ach, Sie meinen den Sohn, der Trischer beklaut hat? Ach, das ist doch Unsinn. Die Familie hat den allerbesten Ruf. Frau Berger bemüht sich sehr um ihre Pflegekinder. Ja, das haben jungen Ämter schon öfter gedacht. Die Zeitungen sind voll von diesen Irrtümern. Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich meine, so kommen wir nicht weiter. Also ich will vorschlagen, wir treffen uns morgen dort um 10 vor Ort. Ja, dann werde ich den Fall klären. Und bis dahin, Sie, ich, Wachmeister Meier, unter dem Mäntelchen des Schweigens. Ja? Und Schwester Hanna, morgen ist das Mädel wieder auf der Matte, okay? Ja. So, und jetzt, Abmarsch. Sehen Sie, so macht man das. Da könnt ihr Politiker in Berlin noch so einiges von uns lernen. Schwester Hanna, ich kann mich auf Sie verlassen. Okay. Sexy. Wie? Na wieso? Ist doch ein attraktiver Mann. Der Herr Böller. Sind Sie eigentlich immer noch entschlossen, Kloster Kaldenthal auf dem Altar dieses Irrsinnsprojektes zu opfern? Sie kennen meine Gründe, Bischof Frostbauer. Also bitte, ja? Wechseln wir das Thema. Nun, ich will Ihnen den Tag nicht verderben, aber sagt Ihnen der Name Dr. Friedhelm Feininger etwas? Nein, sollte er? Nun, er ist der Umweltschutzbeauftragte des Landes und laut Unterstaatssekretär Meier Domschütz, mit dem ich heute früh Wasser getreten habe in der Reha-Klinik. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ja. Laut Meier Domschütz wurde Dr. Feininger von der Kaldenthaler Opposition auf den Plan gerufen. Ja, und? Ja, das können Sie nicht wissen, weil Sie nicht aus München sind. Aber Dr. Feininger ist der Schrecken aller Großbaustellen, Land auf, Land ab. Und unzählige vom Aussterben bedrohte Spezien, zum Beispiel der Feldhamster und der Juchtenkäfer, verdanken seinem Einsatz ihre weitere Existenz auf diesem Planeten. Ja, und das ist ja nicht mein Problem. Damit kann sich ja Wölle herumschlagen von mir. Hauptsache das Kloster ist verkauft. Aber bitte, jetzt wollten wir doch über die Gestaltung der Feierlichkeiten zu Ihrem 30-jährigen Bischofsjubiläum sprechen. Ja, muss das sein? Unbedingt. Ich dachte, Schwester Hildegard könnte ein, zwei Stücke aus dem Liederzyklus von Xaver Hintermeier darbieten. Der ist ja wenig bekannt. Aus gutem Grund vermutlich. Herr Rosbauer, bitte. Wie Sie meinen. Aber dann brauche ich jetzt doch einen Keks, ja? Musik lief, wir haben was getrunken, ein paar Pillen eingeschmissen und wir waren total verliebt. Wozu braucht man dann noch Drogen? Ja, damals dachte ich, dass man nur so Spaß haben kann, nur so etwas spürt. Heute weiß ich, dass man Drogen nur nimmt, weil man nichts spürt. Und Lukas wollte nicht, dass ich Auto fahre, aber ich habe mich trotzdem in das Lenkrad gesetzt und bin losgefahren. Unterwegs hat er mir dann einen Heiratsantrag gemacht. Ich war total glücklich. Ich habe ihn angesehen, geküsst und dabei den Wagen von der Straße gelenkt. Ist das der Unfall, von dem du mir erzählt hast? Ja. Ich hatte nur ein paar Prellungen, mehr nicht. Es war wirklich ein Wunder, aber ja, Lukas kämpft seitdem um sein Leben. Du darfst dir nicht allein die Schuld dafür geben, Tabea. Er hätte jederzeit Nein sagen können. Das hat er. Aber ich bin trotzdem einfach losgefahren. Dein Erbe, die Spende fürs Krankenhaus. Deshalb konntest du Trischers OP nicht bezahlen. Ich wollte ihn bei mir haben. In meiner Nähe. Die Ärzte sagen, dass die Chancen, dass er wieder aufwacht, total gering sind. Aber naja, warum nicht noch ein Wunder? Tut mir leid, dass ich dachte, du wärst keine von uns. Du bist es mehr als wir alle. Und schläft die Kleine? Wie ein Stein.
Die ganze Aufregung war wohl etwas zu viel für Sie. Aber es hat Spaß gemacht. Was für ein Tag. Es ist noch genauso wie früher. Mit ihr erlebt man immer was. Sag mal, wollen wir nicht noch ein bisschen um die Häuser ziehen? Huh? Ein drauf machen, das Leben genießen? Lisa, ich... Wie kannst du in deiner Situation... Du wirst schweigen, das hast du gesagt. Den anderen gegenüber natürlich, aber wir beide... Och, Hannah, ich will nicht mit dir darüber reden, dass ich sterbe. Ich will mit dir leben, verstehst du das? Das heute mit Trisha, das war verrückt, aber es machte Sinn. Ha? Na gut, ein Glas. Oh, mach zwei draus. Dann wären es höchstens drei. Die Region ist Laichgebiet von unter Naturschutz stehenden Grasfröschen, Erdkröten und Molchen. Vor allem vom heimischen Grottenmolch. Ach. Von dem im letzten Jahr nur noch 117 paarungsfähige Exemplare gezählt wurden. Grottenmolch! Frau Leiband, sagen Sie bitte, dass das nicht Ihr Ernst ist. Dr. Feininger wird beim Land Einspruch gegen Ihre großmannssüchtigen Wasserspiele einlegen. Jedenfalls sind die Mittel zunächst auf Eis gelegt. Frau Laban, was habe ich Ihnen angetan? Das fragen Sie noch? Da, schauen Sie sich um. Aber eins ist Ihnen doch hoffentlich klar, dass Sie mit dieser hinterhältigen Masche nicht nur Ihren Kollegen von der Opposition in den Rücken fallen, sondern jeden Bürger da draußen. Und wenn das publik wird, machen die Frikassee aus Ihnen. Oder widmen wir ein Denkmal auf dem Rathausplatz. Ach. Weil wenigstens eine im Rathaus sich von Ihnen nicht besoffen reden lässt. Frau Laban, wissen Sie, was Sie sind? Sie sind ein Grottenmolch. Ja, das sind Sie. Hier im Keller sitzen und mit giftigem Schleim spucken. Aber Sie stehen nicht unter Naturschutz. Und Sie werden mich doch kennenlernen. Toll. Ich kann es kaum erwarten. Wie spät ist es? 10. Ich wusste, dass der Böller uns im Stich lässt. Das ist immer dasselbe mit dem Mann. Erst macht er ein großes Buhai und dann kommt nichts als heiße Luft. Wenn du keine Nonne wärst, dann wüsstest du, dass das bei Männern immer so ist. Lisa. Also ich finde ihn jedenfalls sexy. Nett. Nett? Mhm. Erinnert mich irgendwie an meinen ersten Mann, der war auch so ein Draufgänger. Ist er eigentlich liiert? Der Böller. Seit über 20 Jahren geschieden und was Frauen angeht, eher vom Pech verfolgt. Oh, der Arme. Der Mann muss getröstet werden. Also uns lässt er jedenfalls im Stich. Gehen wir eben alleine in die Höhle des Löwen. Na gut. So, Sie haben jetzt alles gesehen, Schwester Hannah. Und behaupten Sie jetzt nicht, hier wäre irgendwas nicht in Ordnung. Mein Mann und ich, wir haben uns immer viele Kinder gewünscht, aber nach der Geburt unseres Sohnes konnte ich keine Kinder mehr bekommen und deswegen kümmern wir uns um Pflegekinder. Warum hast du Trisha die Kette weggenommen? Ich hab's gefunden. Wo hätte ich wissen sollen, dass es ihr gehört? Marc, sag die Wahrheit. Ich sag die Wahrheit. Marc. Lass mich in Ruhe. Was macht dich so wütend? Nichts. Marc. Du weißt doch, wir kümmern uns um andere Kinder, weil die es oft sehr schwer im Leben hatten. Weil die uns brauchen. Toll. Und was ist mit mir? Ich darf hier den Babysitter spielen und ansonsten habe ich den Mund zu halten, weil ich ein ach so perfektes Leben habe und die nicht. Ein Scheißleben habe ich mit Eltern, denen alles wichtiger ist als ich. Das stimmt doch gar nicht. Doch, das stimmt. Ihr kümmert euch nur um die anderen. Ja, ich habe Trisha das Kreuz weggenommen und ich habe ihr gesagt, wenn sie petzt, mache ich sie fertig. Marc! Entschuldigung. Kümmern Sie sich um Ihren Sohn. Es war die perfekte Pflegefamilie. Sowas findet man nur ganz selten. Mhm. So perfekt. Bis die Fassade gerissen ist. Geben Sie den Brandstätters eine Chance. Es geht nicht. Die Vorschriften sind Auslegungssache. Ich kann nicht ständig dort vorbeischauen und alles kontrollieren. Aber das müsste ich, wenn ich die Vorschriften nicht genau einhalte. Ich bin zu weit gegangen. Das weiß ich und ich entschuldige mich dafür. Aber ich werde nicht zulassen, dass Trisha irgendetwas geschieht. Und ich werde weiterhin darauf achten. Schwester Hannah übernimmt ihren Job. Besser geht's doch nicht. Na gut, wir versuchen's. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Du
tun sie nicht. Was hat er denn? Oh, frag mich nicht, aber wenn er um die Zeit schon Korn trinkt, dann muss es was Ernstes sein. Ich dachte, ich rufe dich besser mal an. Okay. Und Wolfi, was denn los, hä? Ich geb's auf. Hä? Was hältst du davon, wenn wir alles verscherbeln, uns eine kleine Fink auf Mallorca anlachen und jeden Abend gemütlich die Sonne untergehen lassen? Wolfi, du machst mir Angst. Was ist los? Der Grottenmolch ist los. Das darf nicht wahr sein. Die labern? Die Frau bringe ich um. Aber vorher dich. Das macht die doch alles nur, weil sie es dir heimzahlen will. Und damit ist jetzt Schluss. Auf Knien kriegst du zu ihr zurück und heulst Rotz und Wasser. Wolfgang! Auf Knien. Nur über meine Leiche. Zu Martin. Und? Flieg, Engelchen, flieg. Schau mal, wie glücklich sie ist. Ja. Du hast alles richtig gemacht. Lass uns noch was trinken gehen. Um diese Zeit? Hm, manchmal muss das eben sein. Steht sein Wagen, aber mich entschuldigst du bitte. Hanna, wir haben gesagt, wir gehen zusammen eintrinken. Du willst mit Wöller eintrinken. Wie, bist du jetzt schon eifersüchtig? Hab ihn auch noch nie mal geküsst. Raus hier! Du spinnst so! Und du wirst meiner Lava zu Kreuze kriechen. Das sage ich dir. Vorher brauchst du mir nicht unter die Augen zu treten, du Grottenmäuler. Ja, du musst reden. Ach. Herr Wöller! Entschuldigen Sie, Schwester, aber ich bin momentan nicht auf Damenbesuch eingestellt. Was ist denn los? Was hat denn der Herr Huber? Sie können sich freuen. Sie können in Ihrer Bruchbude bleiben. Das Projekt ist auf Eis gelegt. Vermutlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Nein. Ich gebe auf, Schwester. Ich gebe auf. Sie geben auf? Ja. Na, das glauben Sie doch wohl selber nicht. Also da müsste ich mich schon sehr in Ihnen getäuscht haben, Herr Wöller. Und das passiert mir recht selten. Naja, also wenn, normalerweise ist es auch nicht meine Art. Oder, Schwester? Nein, wo ein Wöller ist, ist auch ein Weg. Das ist ein Motto. Genau. Na bitte, sage ich doch. Also in dem Fall, Herr Wöller, was halten Sie davon, wenn wir zwei irgendwo noch eine Flasche Wein trinken und sozusagen gemeinsam einen Weg ausbaldowern? Hm? Ja, außerdem müssen wir noch auf das Theaterstück anstoßen. Oh Gott, bitte erinnern Sie mich nicht daran. Ja, aber wieso denn? Der Regisseur ist auf alle Änderungswünsche eingegangen. Die Premiere war ein voller Erfolg, was ich gehört habe. Und Herr Wöller, besonders Ihre Rolle. Die wird als besonders innovativ beschrieben. Wirklich? Ja. Meinen Sie, Schwester Hanne? Mhm. Ja, ich meine, unter den Umständen komme ich natürlich gerne zurück auf das Angebot bezüglich des Weines. Ja, sehr gerne. Mhm. Aber was verstehen Sie unter Ausbaldowern? Lassen Sie sich überraschen. Herr Schwester, kommen Sie mit! Nein. Beim Thema Klosterkauf können Sie nicht auf mich zählen. Da schaufle ich mir doch mein eigenes Grab. Oder glauben Sie wirklich, ich gehöre in ein Heimatmuseum? Schwester.